Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel. Hallo zusammen, heute möchte ich mir mit euch den neuen 3D-Scanner von RevoPoint, den RevoPoint Mini, anschauen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo von euch würde ich mich riesig freuen. Auf geht's! Im Dezember 2021 kündigte RevoPoint seinen POP2 3D-Scanner auf Kickstarter an und sammelte über 2,8 Millionen US-Dollar von fast 6.000 Unterstützern. Jetzt startet das Unternehmen eine weitere Kampagne, um seinen neuesten 3D-Scanner zu finanzieren, den RevoPoint Mini. Als erstes Gerät seiner Art nutzt der RevoPoint Mini eine Dualcam mit Blaulicht-Scan-Technologie. Dieser Schritt hin zur nächsten Scanner-Generation soll erstmals industrielle Genauigkeit in einem kompakten und erschwinglichen 3D-Scanner vereinen. Auch diese Kickstarter-Kampagne liegt bereits jetzt schon bei über 1,6 Millionen Euro und hat noch eine Restlaufzeit von über einem Monat. Sie hat also das Zeug dazu, wieder die erfolgreichste Kampagne eines 3D-Scanners zu werden. Ich freue mich natürlich riesig, dass mir RevoPoint einen ihrer allerersten Testscanner zur Verfügung gestellt hat. Dieser hat den Weg zu mir gefunden und ich darf ihn euch heute einmal vorstellen. Damit der Scanner auf großen glatten Flächen nicht durcheinander kommt, werden diese Marker benötigt, damit er sich orientieren kann. Diese finden sich auch auf dem mitgelieferten elektrischen Turntable, damit man seine Objekte mit einer 360-Grad-Drehung von allen Seiten erfassen kann. Mitgeliefert wurde auch dieses Kalibrierungsboard. Das softwareseitige Kalibrierungstool funktioniert jedoch aktuell noch nicht mit dem Mini. In der Hauptverpackung befinden sich gut verpackt und transportsicher in die Schaumstoffform eingebettet die Hauptkomponenten des 3D-Scanners. Wir haben einen 17 cm langen Tripod-Ständer, der mittels Teleskopstange auf 27 cm Höhe erweitert werden kann, eine Handyhalterung für den Tripod, um den Scanner mobil und autark nutzen zu können, reichlich USB 3.0 Kabel für den direkten Anschluss an den PC, an ein Android-Smartphone mit USB-C und ein Kombi-Smartphone-Verbindungskabel, um zusätzlich eine Powerbank zu betreiben. Ein Lightning-Kabel für das iPhone ist nicht dabei. Der Mini ist mit knapp 12 cm Länge auch deutlich kleiner als der POP 2 mit 15,5 cm und passt so locker in eine Hand. Auf der Vorderseite sehen wir drei Erfassungssensoren, in der Mitte der neue Blaulichtscanner, der den Mini auf die nächste Evolutionsstufe heben soll. Der Mini soll nicht in direkter Konkurrenz zum POP oder POP 2 Scanner laufen. Das Einsatzgebiet des kleinen 3D-Scanners ist speziell auf Miniaturen, Schmuck oder sonstige kleine Strukturen ausgelegt. Aufgrund des intensiven blauen Laserlichts wird auch nicht empfohlen, den Mini auf menschlichen Gesichtern einzusetzen. Body- und Face-Scans bleiben also eine Stärke der POP-Fraktion. Mein Review zum aktuellen POP 2 Scanner habe ich hier einmal für euch verlinkt. Zudem ist es nur fair, hier noch einmal zu betonen, dass der mir vorliegende Scanner ein Early Test Modell ist. Er verfügt zum Beispiel nicht über RGB-Kameras, sodass wir mit diesem Gerät keine farbenfrohen Texturscans durchführen können. Eine mobile Nutzung, also mit dem Smartphone, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht zeigen. Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Verstehe. Als Software kommt für mein Modell Revo Scan zum Einsatz. Auch wenn sich während der Installationsroutine keine deutsche Sprache einstellen lässt, kann man diese später in den Einstellungen aktivieren. Originär werden mit diesem Programm die POP-Scanner betrieben. Der Mini lässt sich darüber betreiben, jedoch merkt man bereits, dass dieser wohl nur mit den nötigsten Funktionen implementiert wurde, um den Test-Usern erstmal eine Basisfunktion zur Verfügung zu stellen. Die bekannte Entfernungsleiste im oberen Mittel gibt uns Aufschluss darüber, ob wir die korrekte Entfernung zum Scan-Objekt haben. Der Monitor oben zeigt künftig das Bild der RGB-Kameras. Unten haben wir das Bild des Scan-Sensors.
Es gibt drei Scan-Modi. Merkmal ist wohl der Standardmodus für Objekte, Referenzspur für den Scan mit Markern und Dunkel, ja, soll bessere Ergebnisse bei schwarzen Objekten liefern. Wie bei allen Scannern von RevoPoint ist auch beim Mini eine Testbüste für den ersten Scan dabei. Diese ist jedoch in einer Höhe von gerade mal etwas über 6 cm und einer Breite von unter 3 cm im Vergleich zur Pop-Büste Mini. Zugegeben, diese Testform ist eine dankbare Aufgabe für jeden 3D-Scanner und sagt bei weitem noch nichts über die tatsächlichen Möglichkeiten dieses Geräts aus. Dennoch, der Scan ging schnell und fehlerfrei von der Hand und signalisiert mir, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen und betriebsbereit ist. Als nächstes habe ich eine kleine Adapterverbindung meines Rasensprengers gescannt. Auch hier wurde das digitale Abbild gut getroffen. Selbst der anschließende Ausdruck ohne weitere Nachbearbeitung hat direkt geklappt. Da ich jedoch die Dichtung außer Acht gelassen habe, ist der praktische Nutzen dieser Kopie gleich Null. Wenn wir einmal die beiden Specs des POP 2 und des Mini-Scanners miteinander vergleichen, wird deutlich, wo der Mini seine Stärken ausspielen wird. Bei der Scan-Präzision arbeitet der Mini mit 0,02 mm gegenüber dem POP 2 mit 0,05 mm mehr als doppelt so präzise. Ebenso bei der Genauigkeit hat der Mini mit 0,05 mm die Nase um 100% gegenüber den 0,1 mm des POP vorn. Die allgemeine Definition von Genauigkeit ist, wie nah die Messung an ihrem wahren Wert oder tolerierbaren Wert liegt. Es wird oft mit Präzision verwechselt, was bedeutet, wie nah verschiedene Messungen desselben Ziels zueinander sind. Die folgende Grafik von Anywa veranschaulicht diesen Unterschied, wie ich finde, sehr bildhaft. Den Artikel von Anywa zu dieser Thematik, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Bei der Geschwindigkeit scannen beide Modelle mit guten 10 Frames die Sekunde. Ein wesentlicher Unterschied ist die Punkteentfernung. Umso kleiner diese ausfällt, desto optisch qualitativer sehen die Scans aus. Hier punktet der Mini mit einer Halbierung der Punktedistanz. Wie viel detailreicher dies die Scans gegenüber dem POP 2 macht, das schauen wir uns gleich an. Der POP hat mit 21 cm gegenüber 6,4 cm einen deutlich größeren Erfassungsbereich. Und auch der Abstand, der während des Scan-Vorgangs zwischen Objekt und Scanner gewahrt werden muss, unterscheidet sich hier deutlich. Der Mini arbeitet zwischen 10 und 20 cm, der POP zwischen 15 und 40 cm. Die Minimumgröße liegt bei 1 × 1 cm beim Mini, während die Minimalgröße beim POP mindestens 2 × 2 cm für ein akkurates Scan-Ergebnis gewährleistet sein muss. Für meinen direkten Vergleich der Scan-Details zwischen dem POP 2 und dem Mini habe ich wieder meine He-Man-Figur aus der Vitrine geholt. Diese hatte ich ja damals bereits mit dem POP einmal digitalisiert und selbiges habe ich jetzt mit dem Mini gemacht. Im direkten Vergleich erkennt man deutlich den Unterschied in der Herausarbeitung der Details. Schön zu erkennen am Gesicht und am wesentlich besser dargestellten Brustpanzer. Auch bei einem Blaulichtscanner sollte man glatte und dunkle Oberflächen mit einem Spray mattieren. RevoPoint hat mir ein Spray von Aesop mitgeschickt, welches nach 4 Stunden selbstständig wieder vom Druckobjekt verschwinden soll. Das Objekt wird mit einer Art Kreidefilm überzogen, dadurch werden die geometrischen Flächen für den Scanner leichter erfassbar. Übrigens, nach 4 Stunden war der Film nicht komplett verschwunden. Ich würde sagen, 20% Rest blieben auf dem Objekt, das lässt sich aber mit einem einfachen, feuchten Tuch rasch entfernen. Dieses Lego-Männchen ist gerade einmal 4 cm hoch und am Kopf um die 1,5 cm breit. Die generierte Punktewolke schaut auf dieser Minifläche schon sehr gut aus. Das fertige Mesh habe ich einmal mit meinem 2200 Euro teuren Einscan-Scanner verglichen. Diesen Vergleich braucht der Mini hier nicht scheuen. Als nächstes möchte ich den Anführer der Autobots,
Optimus Prime einmal einscannen. Da der Junge auch über mehrere glänzende Flächen verfügt, wird er kurzerhand eingesprayt. Der Scan-Vorgang läuft problemlos. Ich lasse ihn hier über mehrere Ebenen abtasten, also erst den Oberkörper, dann den Unterkörper. Das Programm fügt diese beiden Etappen selbstständig zu einem Mesh zusammen. Wenn ich mir jetzt die erstellte Punktewolke anschaue, dann ist diese, glaube ich, reif, gemeshed zu werden. Das heißt, die Punktewolke wird aufgefüllt, Löcher werden geschlossen und am Ende bekommen wir ein wasserdichtes 3D-Modell, welches wir zum Beispiel mit dem Prusa Slicer ausdrucken können. Ja, nur für euch opfer ich jetzt meinen geliebten Game-Controller. Ich glaube, umso mehr ich sprühe, umso ähnlicher sieht er einem echten PS5-Controller. Das könnte eine echte Marktlücke werden. Mit dem aufgetragenen Scanspray wird dieser schwarze Controller super vom Mini erfasst. Die Geometrien, die Konturen werden schön in das digitale Modell überführt. Ich habe auf der Rückseite wirklich nicht konsequent gesprayt, das merkt man hier auch. Ja, und das Endergebnis zeigt ein richtig gutes Ergebnis. Einige Löcher sind noch vorhanden, da hätte ich mir mit dem Scan etwas mehr Mühe geben können, aber in Summe schaut das richtig gut aus. Bevor wir zu meinem Fazit des RevoPoint Mini kommen, hier noch einmal ein letzter Scan, und zwar diese kleine Miniatur. Diese habe ich ebenfalls etwas mit Scan Spray bearbeitet und diese Figur lassen wir jetzt einmal von dem Mini abtasten. Da der Mini mit den 6,5 cm ja einen relativ kleinen Scan-Ausschnitt hat, habe ich diese Figur jetzt nochmal auf ein Podest gestellt, damit ich mit dem Scanner die Unterseite des Objekts etwas besser erfassen kann. Ja, und das Ergebnis des fertigen Meshs, das seht ihr hier. Ich habe das Ganze mal etwas als Steinform rendern lassen und es sieht doch ganz solide aus. Es hat jetzt keinen Wow-Effekt, muss ich wirklich zugeben. Auf der anderen Seite haben wir viele kleine Details, die auch auf dem Objekt deutlich unter einem Zentimeter groß sind. Und dafür ist das Ergebnis respektabel. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit zum RevoPoint Mini. Ich glaube, dass dieser kleine Scanner mit seinen guten Spezifikationen ein enormes Potenzial in sich trägt. Man muss beachten, dass dieses Gerät für wirklich kleine Objekte konzipiert wurde und man dadurch bei größeren Abtastungen, vor allem wenn man vom Pop kommt, etwas gefrustet sein kann. Die Verdoppelung der Auflösung via Halbierung der Punkteabstände von 0,1 auf 0,05 mm hat man im He-Man-Vergleichsbild sehr gut wahrgenommen. Auch die Scan-Geschwindigkeit ist sehr gut. Leider fehlte mir bei meinem Beta-Gerät die Möglichkeit der RGB-Abtastung. Farbscans konnte ich also keine anfertigen. Und auch der mobile Einsatz, also das Nutzen des Scanners in der Hand und nicht von einem stabilen Tripod aus, war für mich unmöglich, da es hier immer zu permanenten Tracking-Verlusten kam. Apropos Tracking-Verluste, diese waren bei meinen Testscans allgegenwärtig. Von 10 Scans konnte ich 7 gar nicht abschließen, weil ich nur Tracking-Verluste hatte. Und das trübt natürlich meinen Gesamteindruck massiv. Oder es ist einfach das in Kauf genommene Leid eines Beta-Testers. Schöne Beispiele von bereits erfolgreich gescannten Miniaturen befinden sich zum Nachsehen bereits auf Sketchfab. Das verlinke ich euch. Ich denke ganz einfach, die Hardware ist eine stimmige Geschichte. Das hat sie an einigen Stellen hier mit Bravour bewiesen. Die Software und das gesamte Drumherum muss jetzt angepasst werden. Und dann wird der Mini für seine Zielgruppe und für seinen Aufgabenbereich aus meiner Sicht auch eine hervorragende Arbeit leisten. Also, ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lade ich euch ein. Macht das bitte an dieser Stelle. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal. Bleibt gesund und happy printing. Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel.